Und damit willkommen zurück zu Warzone. So, in dieser Mission geht es darum, eine Waffenfabrik zu zerstören. Und wie man es von der GDI auch erkennt, die ganze Notbasis samt Fahrzeugen, samt Einheiten, einfach alles. Es ist normal für die GDI, deswegen ziehen sich die Missionen auch verdammt nochmal in die Länge. So, wir brauchen eins zum Anteasern. Ja, wo ist denn der Turm? So, wegsnipen. Zack, zack, zack. Weg damit. Sind noch zu viele Leute im Lager drin. Komm, weg mit dem Cyborg. Von hoch an die Lasertürme haben einen zu hohen Schussradius. Wie man noch sehen kann, das ist echt nicht feierlich. Und was die ziehen können. Oh, hör mir auf. Er hat sich verkrochen. Das bleibt ihn mal weg. Der stört. Tschüss. Kollege, gehen wir ganz schnell hier rein. Ah, das ist eher im Weg. Genau, auf der Straße. Man kennt es. Und alle rein. So, können Sie jetzt mal hier heilen. Er ist sehr schnell unterwegs. Zack. Ich verpacke mal auf 2. Kannst du so lange hier mal heilen? So, hier ist das Übungsfeld. Oh, ups, habe ich jetzt mit einer Sniper jetzt alles kaputt gemacht? Ups. Na, hier üben die Banshees. So, das müssen wir ein bisschen auskundschaften. Mal anteasern und hier oben mal gucken, wo sind unsere Leute. Packen wir mal auf 1. Rein mit dir. Ja, lass uns mal hier vorne stehen. Ah, willst du nicht? Doch. So, ich packe mal auf 3. So, gehst mal hier oben in das Feld rein. Bewachen. So, mit Oma Gong gehen wir hier weiter. Sie muss die Basis hier finden. Auch hier ist, muss ein bisschen aufpassen. Hier läuft ein Wachtrupp lang. Ich hoffe, die kommen ein bisschen später. Ja, da sind sie auch schon. Und hier oben aufpassen, weil ich weiß nicht, auf welche Höhe das jetzt ist. Wenn wir hier unten lang laufen, an der Wand, bis wir so mit die roten Scheinwerfer sehen können. Dann gehen wir so ganz langsam hoch, ein bisschen hier ran orientieren. Nicht zu weit, weil hier irgendwo ist hier Obelisk. Und sobald man jetzt den Tarngenerator ein bisschen sehen kann, ein bisschen weiter hoch, hier müssen wir hin. So, gehen wir mit ihm mal weg. Komm, bau dich mal auf. Ein Dropship. Was hast du Schönes? Oh, ein kleines Mammut. Irgendwie doof. Mit. Die sind doof. War ganz gewaltig. Ach du Scheiße, tut das weh. Ach, ist noch nicht kaputt. Ups.
spritzen. Kann man mal ganz hässlich hier werden. So, eben geschützt. Und ein Attentäter. Ich mag die nicht. So, erstmal hier vorne mit hin. Ja, da, nicht drum kümmern, wenn das mal so heißt. Hier sind. Wir sind keine Ionensturm. Wenn die Blitze mal die Sammler treffen, dann heißt es auch sofort. Unter Beschuss. Ja, toll, das Ganze fällt in die Luft gejagt. Danke, Ghoststalker. Mit einer super tolle Hilfe. Das ist jetzt die ganze Zeit so. Das eskaliert da oben jetzt völlig. Vom Sammler, dann bauen wir nochmal weiter. Hier gilt es, aber die Felder abzubauen. Ich glaube, das ist hier ein Wachtrupp. Der Rest, der hier angetanzt kommt, das sind alles. Ja. Also hier kommt auch diesmal keine Rakete reingedrückt. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Bei der Mission davor war das echt unnormal, wie viele Raketen wir reingedrückt bekommen haben. Das war nicht mehr schön. Kraftwerk noch bauen. Und noch mal ein paar Silos, weil hier gehen die Silos wirklich sehr schnell voll in dieser Mission. Man kann die Mission schnell machen, aber auf, ja, auf diesem Spielmodus in Warzone, das kannst du echt vergessen. Das kannst du echt vergessen. Okay, dann kommt es wieder. Warte, der nach Schutz. Brauchen wir noch. Ist noch eine Waffenfabrik. Mal ein bisschen abwarten. Ja, es fängt schon gut an. Die lassen wir als Schutz hier, weil die greifen noch ganz gerne mit Flugeinheiten an. Aber erstmal lassen wir die in Ruhe. Alles gut. Alles gut. Ups. Na, Attentäter. Das ist auch eine dumme Sau. Ja, die Attentäter. Huch. Was ist denn hier jetzt los? Mitkommen, Leute. Mitkommen. Ein kleines Problem hier. So, haben wir uns abreagiert. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Sammelt doch da hinten weiter, Leute. Das ist, kann doch wohl nicht so schwer sein. Ach komm, wenn sie es hier so hart haben wollen, bekommen sie es. Ihr kommt mit. Vorne, ihr kommt auch mit. Ab nach hier. So, dann müssen wir auch hier wieder verteidigen. Das jetzt so mit einer Einheit wieder an. Eine Einheit, klar. Mit einem Bataillon angekommen kommen. Was ich hier nicht verstehe, warum haben die zwei verschiedene Flammenpanzer? Das kann es doch nicht sein. Hier haben wir den normalen Tiburon Sun Flammenpanzer und den aus Tiburon Wars. Verstehe ich nicht. Verstehe ich. Ich habe auch nicht zwei Einheiten hier aus. Ich habe nicht mal Artillerie. Gar nichts hier. Nichts. Ah, ein bisschen Strom. Zack. Basisverteidigung.
Dann lassen wir mal hier stehen. Also wie ein Dreier-Team oder Vierer-Team. Lass sie hier ein bisschen schützen. Und runter. Wenn ich hier schon mal auf Streife nach agiere, dann soll das auch alles eine Richtigkeit haben. So, den Turm baue ich einfach nur aus Langeweile. Was für einen Zweck die haben, keine Ahnung. Noch nie mit beschäftigt. Dadurch jetzt besser zielen können, glaube ich eher weniger. Einfach nur, damit es schöner aussieht. So, Leute, müssen wir noch was erschließen hier? Ich glaube, hier oben lassen wir es noch sein. Da könnten die mal hier oben nicht überfallen. Ist das hier schon mal weg? Dann bleiben nur noch die Fahrzeuge über. Zack, dann bauen wir wieder. Kommt mal mit. Hiervon. Dann nehmen wir ein paar Drohnen mit. Komm. Machen wir mal hier weiter. Das Geld muss weg. Es muss einfach weg. Oh, ein kleiner Infanterist. Ein bisschen Flugabwehr. Man weiß ja nie. Ist das irgendwie hier leer gesammelt? Nein, also ihr macht echt nur die Hälfte hier, ne? Wir dürfen wohl reichen. Ach, den Decken muss ich mal auf 1 packen. Ich mach auf 2. Kann der Gegner froh sein, dass ich nur einer davon bauen kann? Na, so gefällt mir es auch am besten. Ups, das ist eine Angewohnheit in der Leertaste. So, der hat meine Drohnen kaputt gemacht. Wunderbaren Drohnen. Schade, dass er sich nicht auf Stufe 3 pushen kann. Einer hat verloren? Nee, passiert. Ach, das waren die Panzer. Nein. Verdammt. Das ist natürlich schlecht. Oh. Oh nein. Ja, haben wir schon mal ein großes Problem. Aber eins nach dem anderen. Weg mit der Rotze. Gut, wenn nur eine Drohne mitkommt. So, weg damit, damit wir schon den großen Ansturm hier weg haben. Ja, da war wieder das schöne Beispiel, dass Teufelszungen extrem stark sind. Mal wieder. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit.
Ja, ja, das zum Thema wieder Flächenschaden. Das ist einfach nur lächerlich. Das ist normalerweise nicht möglich, dass Teufelszungen ein Mammut MK2 so schnell kaputt bekommen. Auch wieder so eine Endlos-Diskussion, dass man wieder sagen, dass sie wieder sagen, ja, das ist halt ein bisschen. Ach, keine Ahnung. Das ist ganz merkwürdig, dass das immer bei mir passiert. Erst war es mit den Titanen. In Vegas Damm. Jetzt ist das auch hier. Ganz toll. Ganz toll. Bin ich begeistert? Nein. Überrascht mich das? Nö. Naja. 100 bei diesem Spiel einfach gar nichts mehr. Einfach gar nichts mehr. Da muss man wirklich aufpassen, was man dann was sagt. Weil das, was ich dann auch noch zu sagen habe, das ist echt nicht mehr positiv. Echt nicht mehr. Die ganze Balance in diesem Spiel, die ist völlig hinüber. Da passt vorn und hinten nichts mehr. Ich habe das Spiel so eingestellt, dass Titanpanzer nicht mehr so in Amok schießen. Also dass die Schussreichweite, die Schusswiedergabe nicht mehr so schnell hintereinander ist, die ist ein bisschen abgekühlt. Dass ein bisschen Pause zwischen ist. Achso, haben es auch wieder geschafft hier. Geil. Eieieiei. Also wenn es danach geht, muss die ganze Version hier von Warzone, die muss komplett überarbeitet werden. Jede Einheit, wenn die was an, wenn man die Schaden anrichtet, die muss überarbeitet werden. Entweder nimmt man das aus Original TS. Was macht die hier? Oh, ich weiß auch nicht. Aber ob sich da nochmal jemand dran begibt, das weiß man auch nicht. Sollten angeblich die Skins noch gemacht werden hier. Bevor ich nochmal die Skins mache, sollte man wirklich das ganze Spiel einmal überarbeiten. So, was geht mal dahin? Ich kann auch mal gucken, wenn ich das selber hinbekomme, dass ich das mal auch selber mal überarbeite. Gucken, wie weit meine Kenntnisse mich da weiterbringen, ob ich das Spiel komplett kaputt mache oder ob die Balance nochmal nicht so hinkommt, dass man es auch spielen kann. Ich meine, so von der Optik ist Warzone einfach ein Genuss. Es macht einfach sehr viel Spaß. Allein die Nebengeräusche, wie du ein Spiel so hören kannst, nochmal die Explosionsgeräusche oder das ganze Geschehen mit hierbei ist. Klar, es ist ein. Ist zwar ganz normal TS, aber modifiziert. Er ist schon wieder? Hui. Das ist ein schönes Lager. Und noch ein Lager. Mal mit. Setz dich mal hier drauf. Ja, zum Glück kommen jetzt nur hier aus dem Lager welche. Die müssen da bleiben. So. Komm. Mit hier vorne hin. Euch zwei brauche ich mal hier. Tarngenerator vernichten. Habe ich trotzdem noch getarnt. Ja, kommt mal her. Zack, weg damit. Ja, es ist schon wieder. Es ist schon wieder, auch in dieser Mission. Dass diese. Ach, das kann nicht sein, ey. Das kann echt nicht sein, ne? Wovon hängt das denn bitte ab?
Kein Flammenpanzer kann einen Titanen platt machen. Das geht einfach nicht. Sobald ich die Seite von Not spiele, hätte ich das aber auch gerne. Wir müssen hier schön hinten rumfahren. Alles aufdecken. Oh nö. Das musste doch nicht sein. So eine Massenansammlung wieder hier. Was ist denn hier los? Na, werdet ihr euch hier nicht einig? Ach, ihr seid doch doof. Ihr seid doch alle doof. Die Kraftwerke können wir noch ganz easy von hier oben kaputt machen. Ja. Das meine ich. Also, normalerweise schießen die viel schneller. Viel, viel schneller. Boah, was die ziehen. Guckt jetzt mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Die sind schon entschärft und die ziehen trotzdem noch so viel. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn mit den Dingern. Also würde ich die Original so lassen, wie sie eigentlich mal waren. Hast du keine Chance. Hast du keine Chance gegen. Ja, wahrscheinlich. Schafft ihr es nicht einmal gegen ein paar Leute anzutreten? Seid ihr irgendwie wirklich verarschen? Ah, das ist so anstrengend, diese Mission, ne? Dadurch, dass wir jetzt den das Mammut verloren haben, in dieser wunderbaren Aktion wieder. Sauer, ne? Das macht sowas von sauer. Das ist immer. Ach. So, wir bleiben schon mit der ersten Welle mal an, weil ich habe keinen Bock mehr jetzt zu warten. Es kotzt mich einfach nur noch an mit den Leuten hier. Ja, marschiert doch einfach drüber über die Leute. Das sind keine Cyborgs. Die machen daraus ein Drama, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, rein hier. Ja, die Obeliske, die machen ein bisschen mehr Schaden. Und rein hier, und rein hier. Zwar ein beschissener Weg hier. Es geht nochmal nicht anders. Lass mal alles wegmachen hier. Das ist schon mal kein Problem daheim. Da haben, meine ich, noch ein Obelisk. Und weiter produzieren. Wenn man die nicht dirigiert, machen sie, was sie wollen. Herlatschen. Er kommt doch, Leute. Meine Güte, das ist doch wohl nicht so schwer hier. Tarnpanzer, weg damit. Ganz schnell weg damit. Die scheiß Bauch kaputt. Was ist denn hier los? Ach! Kommen.
Und weiter, 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 weiter. Überrennen. Weiter sind zwei Waffenfabriken. Verstärkung. Weg mit der Waffenfabrik. Weiter rüberfahren. Ey, ihr müsst mal hier bleiben. Rein, weiter rein. Kraftwerke. Ich muss hier wirklich alles zerstören. Alles muss hier weg. Und mitkommen. Ja, super, es ist ja noch in der Luft, super. Freut mich ja. Scheiß Tarnpanzer, ne? Ja, nicht schlimm mit unserem Sammler. Das ist scheißegal. Jo, in der Nähe sollte man wirklich nicht sein von diesen Silos. Was bekommen? Wir haben es fast geschafft. Das Nervige ist einfach, dass einzelne Einheiten hier rumlatschen. Ja, alles gut. Komm, setz dich mal wieder nach unten. So eine dumme Sau. So, da sind noch ein paar. Dann gehen wir mal auf ihn drauf. Mal dürfte es auch gewesen sein mit den Leuten. Wollt ihr extra hier oben einmal langlaufen? Einmal gucken? Er denn jetzt hin? Holt ihn euch mal. Das kann doch echt nicht sein. Das hasse ich sonst. GI-Mission. Jedes Fitzelchen von Nord muss vernichtet werden. Wunder, dass wir die Lufteinheit nicht kaputt machen müssen. Weg damit. Endlich. Was ein Ritt. 60%. Na ne, ist klar. Ah, halbe Stunde wieder. Das kann echt noch lustig werden mit der nächsten Mission. So, einmal eintragen. Joa, würde ich mal sagen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und bis dann.